Eine neue Folge MT5. Heute zeige ich euch die 6-3-1 Aufstellung mit den Celadron. Viel Spaß dabei! Ja, ich dachte, ich mache noch ein paar Videos zu Aufstellungen, da ich das sehr wichtig finde, da ein guter Start schon ein, zwar das Spiel nicht unbedingt gewinnen kann, wenn der Gegner auch alles richtig macht, aber wenn man einen schlechten Start macht, kann einen das Spiel schon verlieren, denn wenn ich, um quasi zum gleichen Ziel zu kommen, am Anfang 10 Züge brauche, für die ich mit einer guten Aufstellung nur 5 Züge brauche, hat der Gegner einfach einen so starken zeitlichen Vorsprung, dass ich ja hinten wegfalle. Deswegen hier eine Aufstellung, die ich mit den Celadron gefunden habe. Ist auch nicht ich alleine, die ich gefunden habe, sondern auch alle andere Celadron-Spieler, mit denen ich gesprochen habe, sind genau darauf gekommen. Deswegen will ich da gar nicht die Lorbeeren für mich beanspruchen. Aber ich möchte sie euch gerne zeigen, um euch eine gute Möglichkeit zu geben, mit den Celadron ins Spiel zu finden. Wie im Videotitel schon angegeben, benutzt man 6, 1 und 3. Dabei sollten 6 und 1 nebeneinander stehen. Wo die 3 steht, ist dann ein bisschen Geschmackssache. Genauso wo 6 und 1 stehen, ist ein bisschen Geschmackssache. Und kommt auch darauf an, ob man noch irgendwie mit Ortschaften spielt. Wenn hier die Ruine läge, an einem der Orte, ergibt es Sinn, das Portal hinter die Ruine zu stellen. Wieso, seht ihr gleich. So, ich stelle es jetzt einfach mal so auf, aber wie gesagt, da kann man auch Abwandlungen machen. Ich gehe jetzt natürlich nur die Züge von den Celadron durch. Da muss man dann halt ein bisschen gucken, wie schnell ein der Gegner unter Druck setzt, wie schnell man das, wie lange man das durchziehen muss oder ob man aufgrund der Züge des Gegners schon reagieren muss. Ich erinnere nochmal an die Grundprinzipien für alle Aufstellungen. Was wollen wir erreichen? Wir wollen möglichst in die gegnerische Hälfte, um hier die Bonuspunkte abgreifen zu können, und wir wollen natürlich auch möglichst schnell möglichst starke Figuren. Erstmal bekommen wir als ersten Zug splitten wir den Celadron in eine 4. Die können wir dann hier vors Portal setzen. Damit haben wir schon mal eine Kreatur einen weiter nach vorne gesetzt, und das Schöne ist, wir können auch noch eine Portalträgerin einsetzen. Und die können wir irgendwo in unserer Zone, das heißt hier bis zu der Einserlinie platzieren. Das heißt, wir bekommen eine zweite Kreatur sogar noch weiter vorne, und das ist sogar noch die Portalträgerin. Das heißt, hier weiter vorne können wir dann auch stärkere Figuren angrenzend reinbringen mit unseren Triggerpunkten. Und wir haben jetzt auch genau die richtige Kombination aus 4, 1, 2, um Triggerpunkte zu generieren. Und als Bonus bekommen wir auch noch einen Triggerpunkt, weil wir gerade ja eine Portalträgerin ins Spiel gesetzt haben. Der hat sich gesplittet, das heißt, der kommt raus. Aber wir haben jetzt schon mal allein durch einen Zug, selbst wenn wir nicht mit der Kombination gestartet sind, trotzdem einen Triggerpunkt bekommen, haben eine Zweier-Kreatur schon zwei Felder vorne und schon mal eine Vierer-Kreatur, die am Anfang ja relativ stark ist, neben dem Portal, und auch eine Dreier-Kreatur neben dem Portal. Und worauf ich jetzt aufmerksam machen möchte, ist, dass natürlich, was man jetzt macht, auch von dem, was der Gegner spielt, abhängig macht. Wenn der zum Beispiel einen Sechser hat, kann es Sinn ergeben, hier den Dreier stehen zu lassen erstmal, denn dann kann der Sechser nicht an unseren Zweier dran, da wir dann durchs Portal den Sechser schlagen können. Falls der Gegner nicht mit einem Sechser spielt, dann ergibt es Sinn, den Dreier zu splitten. Erstmal bekommen wir aber am Anfang des Zugs einen Triggerpunkt für 4-2-1, können dann den Sechser splitten in zum Beispiel eine weitere Portalträgerin mit hier und ein Portal hier, bekommen dann einen weiteren Triggerpunkt, haben also in zwei Zügen schon drei Triggerpunkte und könnten uns damit, selbst wenn der Gegner einen 6 hat, auch direkt wieder einen Dreier hier neben ein Portal reinsetzen. Genau, was jetzt auch schön ist, ist, dass wir die Portalträgerin übereinander nach vorne ziehen können, haben also zwei schnelle Figuren. Und selbst wenn der Gegner, also wir können dann sogar an gegnerische Kreaturen, zumindest wenn sie Machtstufe 3 oder niedriger sind, heranziehen. Denn selbst wenn der uns schlägt, können wir mit dem Vierer durch das Portal wiederum schlagen. Erst einmal steht es aber mit so. Und wie gesagt, wir haben jetzt drei Triggerpunkte in zwei Zügen, und im dritten Zug bekommen wir noch einen Triggerpunkt. Können uns jetzt also zum Beispiel einen zweiten Vierer reinsetzen.
Das ist sinnvoll, vor allem wenn man nicht gegen Sechser spielt. Sonst wäre vielleicht ein Dreier stärker und könnte dann im nächsten Zug, also da würden wir die verlieren, und könnten im nächsten Zug einen zu einem Fünfer aufwerten und hätten dann tatsächlich auch schon einen Fünfer neben dem Portal, wieder ein Triggerpunkt. Und das ist jetzt so ein bisschen, ja, wo es dann sehr stark drauf ankommt, was der Gegner macht. Ich fasse aber nochmal zusammen. Wir starten mit 6-3-1, splitten dann erstmal den Sechser, können dabei die Portalträgerin schon ganz nach vorne stellen und splitten dann im zweiten Zug den Dreier. Auch hier kann man überlegen, ob man es so aufstellt oder ob man die beiden tauscht. Beim Tauschen hat man auch hier den Vorteil, dass man auch neben das Portal wieder was reinsetzen kann und hier die zwei aufwerten, dann ist wieder das Gleiche. Also im Endeffekt kommt es aufs Ähnliche hinaus. Aber hier habe ich halt auch hier und hier noch Felder. Und diese beiden Züge sind eigentlich schon die Hauptstrategie für diese Aufstellung. Danach muss man dann halt gucken, was der Gegner macht. Wie gesagt, man kann sich dann im nächsten Zug schon einen Dreier oder Vierer reinsetzen, je nachdem, was der Gegner macht, dann auch Fünfer aufwerten oder entsprechend schnell mit den Portalträgerinnen vorziehen und hier dann mit hohen Figuren Druck machen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Probiert es doch mal aus. Ich freue mich auch immer über Tipps, wenn ihr noch Aufstellungen habt, mit denen man auch sehr gut anfangen kann. Und ja, ich freue mich über alle Kommentare, Rückmeldungen, Daumen hoch. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, könnt ihr auf die Glocke bzw. abonnieren klicken. Bis zum nächsten Mal.